Eigentlich ist doch Mittwochabend immer Shimizu-san und Nana-chan dran. Also, früher Mano-chan, jetzt Nana-chan dran. Also, es wechselt immer wieder ein klein bisschen, aber die Märkte, die bleiben immer die gleichen. Na, auch selbst das nicht. Und durch Corona haben wir einen deutlichen Einfluss, nämlich nicht nur, dass ich keine Videos von dort im Moment bringe, sondern natürlich auch vom Chart. Thema des heutigen Abends war dort allerdings die Frage, die großen Aktien und die kleinen Aktien, wer steht denn im Moment besser da? Ich habe hier mal auf der linken Seite den S&P 500 dargestellt, auf der rechten Seite den SP 600. Das ist im Prinzip der S&P 600 Small Caps, also die kleinen Unternehmen. Und man sieht hier schon auf den ersten Blick, das Bild grundsätzlich, die Hochs und Tiefs sind mehr oder weniger ähnlich von der Position. Allerdings sieht man schon, hier sind wir noch gestiegen, während wir hier schon auf dem Weg nach unten sind. Und wenn man sich natürlich fragt, woran das liegt, da kann man fundamental vielleicht auf die Idee kommen, dass das Geld der Finanzmärkte hier noch in die großen Titel reingelaufen ist. Also das billig gedruckte Geld der Börse, nicht der Börse, der Notenbanken, das ist in die Börse geflossen und hat die Märkte nach oben gespült, während die kleineren Unternehmen offensichtlich das nicht mitbekommen haben. Denn hier ist der Markt zwar auch gestiegen, aber eben nur nicht mal mehr bis zu dem Hoch, was wir 2018 schon hatten. Also wir sehen schon den Unterschied dort. Und wahrscheinlich ist das ein wesentliches Indiz für reale Wirtschaft und von der Finanzwirtschaft gepushte Preise. Wir sehen auch, dass der Markt tapfer nach unten gegangen ist, sogar witzigerweise einen Monat vorher schon bei den Small Caps. Und wir sehen, wenn wir hier auf den Intraday-Chart gucken, hier beides im 4-Stunden-Vergleich, dann sehen wir nach dem starken Rücksetzer ist der S&P 500, also der Markt, der breite Markt mit den großen Unternehmen, 50 bis 61 wieder hochgelaufen, Prozent hier, also fast die oder über die Hälfte dieser Abwärtsbewegung schon wieder wettgemacht, während der S&P 600, die Small Caps, nicht mal die 38er-Marke erreicht haben. Und das ist schon ein deutliches Zeichen, dass offensichtlich in den Breiten, in den Markt der typischen, in Deutschland würde man sagen, kleinen und mittelständischen Unternehmen, wobei selbst die Small Caps nicht wirklich ganz klein sind, dass das nicht wirklich auf Vertrauen der Marktteilnehmer stößt, die Marktteilnehmer hier also noch sehr zurückhaltend sind. Auffällig eben auch die sehr korrektive Fortbewegung, die wir hier nach oben haben, sehr, sehr viel deutlicher sogar noch als hier, wobei diese Dreiwelligkeit lässt sich hier so ebenfalls ein bisschen nachvollziehen. Aber wir sehen natürlich, dass hier der Rücksetzer schon auf jeden Fall über das letzte Zwischenhoch hinausschießt. Genau genommen unten drunter. Das ist kein deutliches Zeichen für Stärke. Das bedeutet ganz klar, dass das korrektiv zu sehen ist, während hier noch die alten letzten Hochs safe sind, solange der Kurs hier oberhalb ist. Das kann sich bald ändern. Wir werden das sehen. So ein bisschen Avancen macht der Markt ja hier, der Bärenmarkt. Also, dass der Kurs jetzt dreht. Das wird eine spannende Geschichte sein, ob auch der, sagen wir mal, finanzmarktgestützte Markt hier sich oberhalb halten kann oder ob der Markt hier runtergeht, denn das würde letztlich nicht nur dann bei den kleineren, den Small Caps, sondern auch bei den großen Unternehmen dafür sorgen, dass wir ganz klar im Überlappungsmodus sind und der Markt eben nach unten strebt. Ist kein Versprechen, aber es ist für mich wichtig, dass wir nicht vergessen, vorsichtig, noch nicht auf die Short-Seite wechseln, Entschuldigung, auf die Long-Seite wechseln und sagen, es kann doch jetzt gar nicht mehr schlimm, nichts Schlimmes mehr passieren. Im Moment zeigt der Markt das noch nicht. Wollen wir mal hoffen, dass es nach oben weitergeht in die richtige Richtung? Chancen dafür wären ja da, denn noch bewegt sich der Markt nach oben. Aber wie lange das anhält, das werden wir sehen, insbesondere wenn dann solche auffälligen Marken hier fallen. Wer mehr auch dieser Art haben möchte, das ist ein kurzes Video, ein kurzes ein Auszug sozusagen von etwas, was wir umfangreicher auch bei Trade2Go beispielsweise in einem Videobeitrag gebracht haben. Wer also Spaß daran hat, mehr solche Informationen aufs Handy sogar zu bekommen, wo auch immer Sie sich aufhalten, dann einfach anmelden. Es ist kostenfrei bei Trade2Go oder idealerweise beides beim Trade des Tages. Dort stellen wir immer eine Trading-Idee pro Tag dann nochmal vor. Also auch vielleicht für den einen oder anderen nochmal spannend. So, in diesem Sinne erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und hoffentlich die richtigen Entscheidungen für den Tag.